Hallo, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um die Sticker. Wochenende! Bestellt euch! Saufen! Geil! Meine Frage an euch steht ja bereits im Videotitel. Werdet ihr, wirst du, in die Stickerkapseln oder Sticker investieren? Die Sticker waren dieses Jahr, vor allem die letzten paar Tage, ein recht großes Thema. Es hat ewig gedauert, bis sie rumkamen. Man hat von Teams und Spielern gehört, dass sie noch kurz vor Ende irgendwelche Dinge neu aufzeichnen mussten. Und für eine ganze Weile wusste keiner so richtig, was jetzt eigentlich Phase ist. Wo sind die denn? Wochen später kommen sie rum. So, und jetzt sind sie da und natürlich kommt dann die Frage, wie sieht's mit den Stickern aus? Kaufst du welche? Kaufst du dir Kapseln? Wirst du investieren? Gefallen dir die? Und so weiter und so fort. Den letzten Punkt, ob sie mir gefallen, kann ich direkt mit Ja beantworten. Ich finde sie ganz nice. Also borderless und gut aussehen sind sie meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich habe die ganze Sache auch schon im Stream angesprochen und habe auch gestern noch mit Sanse drüber geschwätzt. Und er meint alleine, hier unten dieses Kopenhagen-Symbol gefällt ihm einfach sehr gut mit diesen Wellen da unten oder Linien. Und da zum Beispiel er sowieso jemand ist, der von jedem Sticker, von jedem Major mindestens eine Ausführung haben möchte, ist das für ihn sowieso klar, dass er da reinkauft. Also um jetzt ein Beispiel zu nennen. Ich denke, dass es viele unter euch gibt, die reinkaufen werden. Wahrscheinlich ein paar spezielle Sticker und natürlich eben auch Kapseln. Wie verhält sich das mit den Kapseln? Es ist ja so, dass man die aktuell für 95 Penning kaufen kann und in x Zeit wird es dann auch nochmal einen großen Rabatt geben. Die meisten, die investieren, kaufen genau dann, wenn der Rabatt drauf ist. Macht ja auch irgendwie Sinn, arg viel tiefer fallen sie ja dann wahrscheinlich nicht mehr. Natürlich weiß man sowas nie genau und das hier ist auf keinen Fall auch irgendwie ein Investment-Tipp-Video oder sowas. Also ich habe dazu viel zu wenig Plan, ich bin in der Hinsicht nicht ausgebildet. Ich will nur ein bisschen mit euch darüber schnacken und bin natürlich sehr interessiert, ob ihr eben rein investieren werdet. Wie gesagt, die meisten werden erst dann reinkaufen, wenn der Rabatt da ist, also jetzt speziell die Kapseln eben, und sicher dann ihre X-Kapseln kaufen. In der Vergangenheit hat es sich dann meistens so gehalten, dass die Kapseln halt einfach irgendwann angestiegen sind, es wurden immer mehr geöffnet, gab immer weniger ungeöffnete und zack, bumm, dann hat man halt Gewinn gemacht. Natürlich ist es auch wichtig, wie gut die einzelnen Sticker ankommen, wenn da ein paar dabei sind, die halt sehr, sehr viel wert sind, steigt dann dementsprechend logischerweise auch die Kapsel. Und Sanse meinte zum Beispiel auch noch, dass es die Möglichkeit gibt, dass das nächste Major zum Beispiel richtig beschissene Sticker hat. Und dann könnten die jetzigen natürlich auch extrem ansteigen. Das ist aber wahrscheinlich halt nicht so. Hat er direkt dazu geschrieben, er kann sich das eigentlich nicht vorstellen, dass jetzt beim nächsten Mal zum Beispiel die Sticker irgendwie absolut trash sein werden. Alleine vom Design her ähneln sich die Sticker ja auch über die letzten paar Jahre schon. Also ich denke auch, dass nächstes Jahr dann zum Beispiel das ganze Sticker-Game ähnlich aussieht wie dieses Jahr. Beziehungsweise beim nächsten Major alles ähnlich sein wird wie bei diesem Major so. Aber auch da habe ich natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Das ist ja klar. Es sind hier wirklich einige Schicke dabei. Trotzdem finde ich es schade, dass es nicht mehr diese absolut durchgedrehten Crafts gibt. Also auf dem Sticker selbst. Wie halt zum Beispiel, ich schaue gerade, ob ich hier. Es gab halt so richtig schön gezeichnete Sachen. So mit richtig viel Schnickel-Schnackel außenrum. Jetzt ist ja einfach doch alles relativ einfach. Also da ist jetzt nicht mehr so extrem viel Geschnörkel drauf wie damals noch. Das finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Aber auch dieses Einfachere hat natürlich seinen Charme. Einfach, aber effektiv. Ich hatte auf jeden Fall irgendwo vielleicht im Stash so ein paar Sachen, die ich eigentlich die ich zeigen wollte. Hier sowas zum Beispiel. Da ist halt schon ein bisschen mehr drauf, ne? Wobei ich mir aber auch noch nicht alle im kleinsten Detail angeguckt habe. Also vielleicht sind ja dann doch ein paar... Robert? Doch ein paar dabei, was schon in die ähnliche Richtung geht. Ach komm, nee, es ist in Ordnung. Es ist eigentlich fast das Gleiche mit dem Hütchen drauf. Komm schon. Ja, naja. Und zu der Frage, ob ich selbst rein investieren werde. Ich werde es, denke ich, so wie immer halten. Ich habe da noch nie wirklich großartig was gemacht. Also investiert schon mal gar nicht und gekauft eigentlich auch überhaupt nicht. Die Sticker, die ich habe, und hier sind nicht mehr so viele, weil ich die alle auf die anderen Accounts ausgelagert habe, weil der Main-Account immer so schnell voll geworden ist. Hier sind jetzt noch ein paar und im Stash sind auch noch ein paar, die muss ich aber noch umsortieren. Die habe ich alle über euch bekommen. Also die habt ihr mir halt einfach geschickt über die Jahre, über die Zeit, die ich habe. Da ist auch noch eine Kapsel da oben. Aber ich habe hier nie rein investiert, sodass ich gesagt habe, oh ja, ich muss unbedingt mir, was weiß ich jetzt hier von Gobby was kaufen und gucken, was passiert. Ich bin eher im realen Leben investmentmäßig unterwegs, obwohl ich das jetzt nicht irgendwie kleinreden will. Also das ist ja auch reales Leben, aber halt so sehr digital. Ja, da bin ich eher, wenn ich sowas mache, bei anderen Geschichten, bei so anfassbareren Sachen. Liegt bei mir aber auch hauptsächlich daran, dass ich einfach keinen Plan habe. Also ich könnte mir den Plan natürlich aneignen, anlesen, wie auch immer. Aber ja, mir fehlt da so ein bisschen der Drive. Ich bin aber, wie gesagt, sehr gespannt, ob einige von euch hier reinkaufen. Denn ich habe viele, viele Leute auf meiner FL, die ihr komplettes Inventar voll haben mit Stickerkapseln von den ganzen Majors halt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Jahr auch wieder viele dabei sein werden, die hier richtig fett reinkaufen. Guck mal, da ist noch ein schöner. Jetzt guck doch mal hier. Emilia. Kleines Blümchen. Boah. Aber so richtig, richtig ausgefallen ist nichts dabei, oder? Doch, doch.
Naja, okay, komm. Das war's dann wieder. Ich zieh's dann durch. Livestream heute Abend, 20 Uhr. Wer mit dabei sein möchte, ihr könnt gerne rumkommen, mitspielen, Viewer-Games, Skin-Giveaways und so weiter und so fort. Heute gibt es zum Beispiel diese Star Trek AWP Duality für euch im Stream-Giveaway. Die ist in MW vorliegend, also lecker Teilchen. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und ja, haben jede Menge Spaß. So, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und danke für die Likes. Bis heute Abend im Stream oder am Montag spätestens oder Sonntag im nächsten Video. Bye, bye. Mit dem Stack kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.